Was sind eigentlich Glaubenssätze und warum sollte man sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn man in der Liebe vorankommen möchte? Das erkläre ich dir jetzt in diesem Video. Als erstes ist es wichtig zu verstehen, was Glaubenssätze sind. Also Glaubenssätze, so wie es der Name schon sagt, beinhaltet das Wort Glauben. Also das ist etwas, was wir glauben, was wir denken, dass so die Welt funktioniert. Ein Glaubenssatz kann positiv wie auch negativ sein. Wenn es positive Glaubenssätze gibt, ist das in der Regel natürlich kein Problem, weil positive Glaubenssätze dich positiv bestärken. Glaubenssätze sind in unserem Unterbewusstsein verankert, bedeutet, sie sind permanent die ganze Zeit in unserem Gehirn unterbewusst am Abspulen. Das Problem ist, du hast natürlich 60.000 Gedanken am Tag durchschnittlich. Das ist super viel. Du kannst dich natürlich bewusst nicht an alle erinnern, klar. Deswegen laufen Glaubenssätze unterbewusst die ganze Zeit weiter. Manchmal keschert man den ein oder anderen negativen Glaubenssatz Gott sei Dank auf, was auch wichtig ist, weil diese negativen Glaubenssätze können dich sabotieren im Bereich Liebe. Denn Glaubenssätze sind wirklich Denkstrukturen und Annahmen, die wir über die Welt getroffen haben. Und diese können leider negativ ausfallen und dann eben auch nicht zu deinem Gunsten. Glaubenssätze im Bereich Liebe, vor allen Dingen negative Glaubenssätze im Bereich Liebe, sind vielfältig. Von ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug für eine Beziehung, bis hin zu heutzutage gibt es eh keine Männer mehr, die eine Beziehung wollen. Männer wollen nur das eine. Oder halt eben auch, Liebe ist schwer, Liebe ist hart, Liebe ist ein Kampf. Da gibt es so viele negative Glaubenssätze, die Frauen haben können und die ich und mein Team in den letzten Jahren wirklich in der Zusammenarbeit mit über 600 Frauen festgestellt haben. Und naja, alleine kommt man nicht immer gut an diese Glaubenssätze ran. Dafür kann man dann natürlich zu uns ins Coaching kommen. Aber ich möchte dir erstmal erklären, was sind eigentlich generell diese Glaubenssätze, beziehungsweise wie entstehen sie? Weil was sie ja genau sind, haben wir ja ungefähr verstanden. Aber Glaubenssätze sind also nichts anderes als Gedanken, die wir haben, die aber festgefahren sind. Also festgefahrene Gedanken, die wirklich unsere Glaubensstruktur verändern. Und diese Gedanken, die entstehen natürlich nicht ohne Grund. Sie entstehen aus Erfahrungen. Und jetzt kann es sein, dass es deine Erfahrungen sind. Es kann aber auch sein, dass die Erfahrungen von anderen sind, die dich dazu bewegt haben, dass deine Gedanken sich verankern. Beispielsweise kann es sein, dass du betrogen worden bist und jetzt denkst, alle Männer sind Lügner. Es kann aber auch sein, dass du gesehen hast, wie dein Vater deine Mutter verlassen hat und dass du jetzt denkst, dass du nicht wichtig genug wärst, weil dein Vater gegangen ist und der Kontakt zu ihm dann einfach danach abrupt geendet ist oder ihr euch einfach nicht mehr danach verstanden habt. Es gibt einfach Dinge, die in deinem Leben passiert sind, Erfahrungen, die du gemacht hast, die dich prägen, warum du anfängst zu denken, wie du denkst. Und wenn du das Denken nicht verändern kannst, dann bleibt es natürlich. Und da kommen wir zum großen Problem. Daraus entwickeln sich dann diese negativen Glaubenssätze und negative Glaubenssätze führen dazu, dass wir bestimmte Gefühle in unserem Leben haben. Bedeutet, wenn du zum Beispiel eine schlechte Erfahrung gemacht hast und dann denkst, okay, alle Männer betrügen, dann wirst du natürlich dich auch immer schlecht fühlen, wenn ein Mann beispielsweise vielleicht etwas mit dir eingehen will, was körperlich ist. Dann kann es sein, dass du denkst, so, hey, stopp mal. Jetzt will er doch bestimmt nur das eine von mir. Also es kann sein, dass diese Erfahrung, die du erlebt hast, dein ganzes Leben zukünftig prägen wird. Und deine Gefühle, die dann entstehen aufgrund deiner Gedanken, die du hast, entwickeln natürlich dann auch eine Handlung. Und diese Handlung kann sein, dass du dem Mann sagst, hey, du willst bestimmt nur das eine. Obwohl der Mann eigentlich vielleicht nur kuscheln wollte und er wollte gar nichts von dir, also in dem Sinne nicht mehr von dir, sondern er wollte wirklich nur kuscheln, deine Nähe. Aber es kann sein, dass du dann dass dich einfach schlecht gefühlt hast, weil es sich an früher erinnert hat. Deine Gedanken sagen, Männer wollen nur das eine, Achtung. Und dann kann es sein, dass du in der Handlung bist und ihm sagst, hey, geh weg, du willst doch nur das eine, ihm irgendwelche Vorwürfe machst und er dann sagt, ich wollte eigentlich da gar nichts von dir. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen kuscheln, weil wir daten uns jetzt schon länger und
Und dann kann es sein, dass du dich an diese alte Erfahrung erinnerst und denkst dir, ja, glaube ich ihm nicht. Männer wollen ja nur das eine. Das ist ein typischer Kreislauf, was passieren kann, wenn man negative Erfahrungen gemacht hat, sie nicht bearbeitet hat, dadurch Gedanken entstanden sind, die sich zu Glaubenssätzen manifestiert haben und die dann immer wieder den gleichen Zyklus in dir unterbewusst erzeugen. Jetzt denkt man sich, ja, ist doch eigentlich einfach, wenn ich doch ja negative Erfahrungen gemacht habe, negative Glaubenssätze entstanden sind, muss ich doch einfach nur positiv denken und dann wird das schon. Ja, das ist nicht so einfach, wie man sich das Ganze vorstellt. Natürlich kann man positiv versuchen zu denken, aber in dem Moment gehen so viele Mechanismen an, dass man teilweise sich gar nicht unter Kontrolle hat und einfach impulsiv handelt. Und auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so einfach, neue positive Glaubenssätze zu implementieren. Es ist gar nicht so einfach, aber ja, man kann es tatsächlich schaffen und es ist möglich. Ja, es ist aber Arbeit und es erfordert eben auch die Arbeit, dass du wirklich sagst, okay, ich möchte etwas verändern und es braucht eben auch die richtigen Methoden. Und diese richtigen Methoden, die bringen wir auch in unserem Coaching mit. Wir haben die GenA4-Methode in unserem Coaching, mit der man wirklich Gedanken bzw. Glaubenssätze nachhaltig auflösen kann. Diese Methode habe ich entwickelt, einfach weil ich gemerkt habe, dass das nicht selbstverständlich ist, eine gute Methode da draußen zu finden, A, und B, ganz viele Methoden da draußen, die verwendet werden, um Glaubenssätze nachhaltig aufzulösen, nicht nachhaltig auflösen, was natürlich schwierig ist. Und da kommen wir zu einer Palette von verschiedenen Methoden, beispielsweise sowas wie, ja, sag dir doch einfach das Gegenteil oder versuch einfach positiv zu denken. Das ist alles sowas von Nonsens, das ist so schwierig. Und wenn das tief verankerte Sachen sind, wenn da negative Erfahrungen mitschwingen, ist das einfach nicht so einfach, wie es sich anhört. Wenn du wirklich nachhaltig daran was ändern möchtest, dann kann ich dir wirklich unsere Methode ans Herz legen, die wir ganz ausführlich in unseren Coachings erklären. Und die Methode wird dann natürlich auch auf deine Situation nochmal angepasst, weil letztendlich ist es sehr wichtig, dass man da individuell drauf schaut und natürlich auch durch unsere Methode erstmal herausfindet, welche Glaubenssätze hast du denn da. Denn ganz viele Frauen bearbeiten nur ihre zwei, drei gängigen Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wichtig, das war's. Aber es gibt so viele Glaubenssätze im Bereich Liebe, deswegen ist unsere Methode speziell auf den Bereich Liebe angepasst. Und wir haben wirklich so vielen Frauen damit in eine glückliche Partnerschaft geholfen. Und das können wir natürlich auch bei dir bewegen. Also wenn du Lust hast auf eine Methode, die auf den Bereich Liebe zugeschnitten ist, die wirklich nachhaltig Hunderten von Frauen geholfen hat, dann bist du bei uns auf jeden Fall richtig. Natürlich ist die Glaubenssatzarbeit nur ein Punkt von vielen, der wichtig sein könnte, damit es bei dir in der Liebe zukünftig klappen kann, aber eben schon ein wichtiger Punkt, den ich dir hoffentlich heute hier gut erklären konnte. Denn ja, es braucht neue Gedanken, damit neue Gefühle entstehen können, damit neue Handlungen entstehen können, damit du neue gute Erfahrungen machen kannst. Ja, genau, das braucht es. Aber ja, dafür braucht es eben auch die richtigen Methoden, um erstmal einen Anfang zu finden, um neue Gedanken überhaupt zu implementieren, das Ganze zu durchbrechen, damit ein neuer Kreislauf überhaupt beginnen kann. Ja, und wenn du von uns unterstützt werden willst, dann melde dich doch gerne einfach für unser kostenloses Beratungsgespräch. Du kannst dich einfach dafür eintragen, das Beratungsgespräch anfragen und wir schauen dann, ob und wie wir dir helfen können, damit es zukünftig endlich mit der Liebe klappen kann und mit neuen positiven Gedanken.